Welche der folgenden Grafiken ist die Grafik der Funktion y gleich x mal Betrag von x? Es handelt sich hier um die Funktion f, die jeder Zahl x diese Zahl zuordnet. Jede Zahl x hat durch diese Funktion f ein einziges Bild. Also kann der Graph b nicht der richtige sein, denn hier hat jede streng positive Zahl zwei Bilder. B ist also ausgeschlossen. A und C, das sind zwei ungerade Funktionen. D und E sind zwei gerade Funktionen. Also bestimmen wir die Parität dieser Funktion f, indem wir f von minus x berechnen. Das heißt, überall wo x steht, schreiben wir minus x. Aber der Betrag von minus x, das ist dasselbe wie der Betrag von x. Und so erhalten wir dieses Produkt mit einem Minus davor, also f von minus x, das ergibt minus f von x. Und deshalb ist diese Funktion f ungerade. Somit sind d und e beide ausgeschlossen. Um zu sehen, welche der beiden Grafiken die richtige ist, kann man zum Beispiel einige Funktionswerte berechnen. Wir suchen f von 1. F von 1, das macht 1 mal Betrag von 1, also 1. F von 2, das macht 4. Und f von 3, das macht 9. Da f von 1, 1 ist, schauen wir im Graphen A. 1 muss als Bild 1 haben, so können wir die Einheit dieser Grafik erkennen. 1 liegt also ungefähr da. Somit liegt 2 ungefähr da und das Bild von 2 muss 4 sein. Das könnte mit dieser Grafik übereinstimmen. Das Bild von 1, 2, 3, das muss 9 sein. Auch das könnte mit dieser Grafik übereinstimmen. Jetzt schauen wir hier. Das Bild von 1 ist 1. Durch dieses Einheitsquadrat können wir also diese Einheit hier erkennen. 1 ist ungefähr da. Deshalb liegt 2 ungefähr da. Und das Bild von 2 muss 4 sein. Aber das Bild von 2 ergibt hier diese Zahl. Die ist nicht groß genug. Das ist nicht hoch genug. 4 liegt höher. Dasselbe für f von 3 gleich 9. Hier ist 1, 2, 3 liegt ungefähr da. Das Bild von 3 muss 9 sein. Und dieser Graph ist nicht hoch genug. Also ist C ausgeschlossen und somit muss A die richtige Antwort sein. Die Grafik, die wir also suchten, ist A. Die nächste Frage wird im nächsten Tutorial beantwortet.